Unter Aquaphobie, vom lateinischen Begriff aqua für Wasser, versteht man die Angst vor Wasser. Gelegentlich bezeichnet man diese Angststörung auch als Hydrophobie. Da dieser Begriff aber auch andere Bedeutungen haben kann, wird er eher vermieden. Aquaphobie tritt in verschieden starke Ausprägungen auf und kann sich auch auf eine Angst vor tiefem Wasser oder dem Tauchen beschränken. Für Betroffene wird es oftmals unmöglich zu schwimmen, auch wenn sie dies früher einmal gelernt haben. In besonders schwerwiegenden Fällen ist es Betroffenen nicht einmal mehr möglich, sich zu waschen oder zu duschen. In einer isländischen Studie gaben 1,8% der Befragten an, unter Aquaphobie zu leiden. Nach anderen Angaben soll jeder Zehnte von dieser Phobie betroffen sein. Betroffene berichten von Panikanfällen und Orientierungslosigkeit, sobald sie den Kontakt zum Boden verlieren. Eine Ursache für Aquaphobie können traumatische Erlebnisse im oder am Wasser sein, zum Beispiel jemanden ertrinken zu sehen oder selbst einmal fast zu ertrinken. Aber auch zu viele Warnungen der Eltern, ja nicht ins tiefe Wasser zu gehen, können in einem Kind eine Angst vor diesem hervorrufen. Auch die Umgebung kann dabei eine Rolle spielen. So leiden Menschen, die in sehr trockenen Regionen weit weg vom Meer aufgewachsen sind, öfter an Aquaphobie als Menschen, die in Wassernähe aufwuchsen. Als Behandlung wird eine langsame Gewöhnung ans Wasser zusammen mit Schwimmübungen empfohlen. Viele Schwimmschulen bieten auch spezielle Kurse zur Bewältigung von Aquaphobie an, so auch die Schwimmschule München. Link ist in der Beschreibung. Wie konnte ich mich nur zu dieser Bootstour überreden lassen? Nur weil ich vor meinem Vater nicht als Feigling dastehen wollte. Und so kommt es, dass ich hier sitze und um mein Leben bange. Immer wieder höre ich die Wellen an das Boot klatschen. Das kalte Nass trifft mich im Gesicht. Zieht etwa ein Sturm auf? Ich wage einen Blick in die Ferne. Noch ist alles ruhig, doch wer weiß, wie lange noch. Die See ist unberechenbar. Ein mulmiges Gefühl macht sich in meinem Magen breit. Und das Rumgehampel meiner kleinen Schwester macht das auch nicht gerade besser. Sie gluckst irgendwelche Worte vor sich hin, doch ich höre sie kaum. So sehr hat mich das Geräusch der Wellen hypnotisiert. Platsch, platsch, platsch. Immer wieder. Dann ein lautes Platsch, gefolgt von einem Schrei und einem noch lauteren Platsch. Ich verfalle in Panik. Ich kann meinen Vater und meine Schwester nirgends finden. Sind sie etwa... Ich höre meinen Vater wieder. Er brüllt mich an. Meine Schwester wäre gerade beinahe ertrunken. Und ich konnte sie nicht retten. Ich bin so ein verdammter Feigling.